Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das in meiner Hand ist das Samsung Galaxy S23 Ultra, was ich in den letzten Tagen ausgiebig getestet habe. Ich möchte euch heute erzählen, ob es von mir persönlich eine Empfehlung gibt und wie ich es vielleicht auch im Vergleich mit dem Vorgänger einstufen würde, ob ich es zum Beispiel auch schon zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen kann. Falls euch das Video gefällt oder weiterhilft, würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und wenn euch weitere Videos zu diesem Gerät interessieren, lasst auch gerne ein Abo da. In den nächsten Tagen wird dann auch schon meine bekannte Flaggschiff-Reihe starten, in der ich immer das beste Android-Flaggschiff gegen das jeweilig neuere Modell antreten lasse. Und da macht natürlich das Galaxy S23 Ultra wie immer den Anfang. So, genug gesprochen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wenn wir über das Samsung Galaxy S23 Ultra sprechen, dann sprechen wir hier über ein 1.399 Euro teures Smartphone. Jedenfalls geht es da los, welches ab dem 17. Februar erhältlich sein wird. Es ist ungefähr so groß wie der Vorgänger. Es wiegt wieder über 230 Gramm. Es wird mit Android 13 und One UI 5.1 ausgeliefert. Der Akku ist 5000 mAh groß. Wir haben ein 6,8 Zoll großes OLED-LTPO-Panel mit QHD-Plus-Auflösung. Es gibt eine Quad-Kamera, bei der die Hauptkamera mit 200 Megapixel auflöst. Es geht bei 256 GB Speicher los. Die größte Version, die übrigens exklusiv bei Samsung erhältlich ist, ist 1 TB Speicher. Dann gibt es noch entweder 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, je nachdem, was für eine Speicherversion man wählt. Und unter der Haupt bewerkelt der exklusive Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Das Design erinnert auf den ersten Blick an den Vorgänger und natürlich ist auch dieses Gerät wieder hervorragend verarbeitet. Es liegt gut in der Hand, ist aber natürlich auch ein schweres Smartphone. Eine Sache hat sich beim Design verändert und das ist die Seite. Der Rand ist ein kleines bisschen oder der Rahmen an der Seite ist ein kleines bisschen flacher und weniger stark gebogen. Die Übergänge auf der Front und auf der Rückseite, also zu den Glasseiten, sind allerdings weiterhin weich und leicht abgerundet. Gefällt mir persönlich ehrlich gesagt nochmal ein kleines bisschen besser. Ich mag das Design weiterhin. Es ist dieses kantige Note-Design, welches man letztes Jahr eingeführt hat. Das hat man jetzt ein kleines bisschen verfeinert. Auf den ersten Blick fühlt sich es aber natürlich wie das Galaxy S22 Ultra an, mit so einem kleinen Feinschliff. Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es kein Upgrade beim Panel. Es ist also weiterhin das hervorragende OLED-Panel vom letzten Jahr, bis zu 1750 Nits, 120 Hertz, gute Blickwinkel, extrem hell, kennt ihr. Es gibt eine etwas bessere Generation, die Apple im iPhone nutzt. Aus irgendwelchen Gründen hat sich Samsung allerdings beim S23 Ultra dagegen entschieden, was ich zwar schade finde, aber ich muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, man sieht den Unterschied im Alltag jetzt nicht wirklich. Zwei Dinge will ich beim Display noch anmerken. Was ich weiterhin schade finde, ist, dass der untere Rand ein bisschen dicker als der obere Rand ist. Da würde ich mir persönlich langsam ein bisschen Symmetrie wünschen. Was mir aber allerdings gut gefällt im Vergleich vor allem zum Modell von letztem Jahr, ist, dass der Rand an den Seiten, also links und rechts, noch ein bisschen weniger stark gebogen ist. Samsung hat ja diese gebogenen Displays an den Seiten eingeführt, damals mit den Edge-Modellen, die Konkurrenz hat es nachgemacht. Mittlerweile ruderte man immer mehr zurück und dieses Modell ist nochmal, ich glaube, bis zu 30% weniger als der Vorgänger gebogen und das ist jetzt ehrlich gesagt nur so eine ganz, ganz leichte Biegung an der Seite. Es ist noch kein flaches Display, gefällt mir persönlich aber ehrlich gesagt ganz gut und wenn das so bleibt, bin ich damit persönlich sehr zufrieden, denn man bekommt weiterhin ein hervorragendes OLED-Display. Das Upgrade der Kamera fällt ehrlich gesagt etwas verhalten aus, aber ich sehe spürbare Fortschritte im Vergleich zum Vorgänger. Das liegt aber nicht an den 200 Megapixel. Ja, wenn man jetzt diesen RAW-Modus nutzt und die vollen 200 Megapixel Auflösung nimmt, dann kann man am Computer sich vielleicht nochmal anschauen, dass da ein paar Details mehr vorhanden sind, aber so im Alltag merkt man dieses Upgrade nicht und ganz ehrlich, 108 Megapixel waren ja davor auch schon mehr als ausreichend. Die Zahl der Megapixel alleine ist in der heutigen Zeit nicht entscheidend. Das Xiaomi 12 Ultra ist das beste Beispiel mit einem großen Sensor, macht ebenfalls hervorragende Fotos und kann da wirklich gut mithalten. Also das ist eher so ein bisschen Marketing in meinen Augen, aber Samsung wollte eben zeigen, dass sich bei der Kamera was getan hat, was in meinen Augen aber eigentlich eher auf die Software zurückzuführen ist. Denn da sieht man, finde ich persönlich, dass die Fotos ein bisschen besser interpretiert werden, sie sind ein bisschen weniger stark gesättigt. Man orientiert sich jetzt so gefühlt ein kleines bisschen mehr an Apple und Google mit etwas natürlicheren Farben, was mir persönlich eigentlich ganz gut gefällt. Dann gibt es noch ein Upgrade bei den Nachtfotos, also bei schlechtem Licht oder bei sehr, sehr schlechtem Licht macht das Samsung Galaxy S23 Ultra ebenfalls ein bisschen bessere Bilder. Da gab es durchaus so eine kleine Lücke zu Google und zu Apple in meinen Augen, die hat Samsung jetzt mit dem S23 Ultra auch geschlossen. Bei den Ultraweitwinkelaufnahmen und beim Zoom tut sich nichts. Bei den Ultraweitwinkelaufnahmen bin ich aber auch weiterhin sehr zufrieden, ist mir persönlich nicht so wichtig. Es gibt noch ein paar Marken, die das ein bisschen besser machen, Oppo zum Beispiel, aber
Nichtsdestotrotz finde ich, sind da alle Android-Flaggschiffe in etwa auf einem Level. Beim Zoom spielt Samsung weiterhin ganz oben mit. Es gibt auch wieder zwei Zoom-Stufen, dreifachen und zehnfachen Zoom. Und Samsung nutzt natürlich auch die Periscope-Technologie, die, wenn man die entsprechenden Aufnahmen dann trifft, auch wirklich hervorragende Zoom-Fotos liefern kann. Gefällt mir persönlich ganz gut. Also die Kamera ist weiterhin ein Pluspunkt. Wer jetzt allerdings hofft, dass aufgrund der fast doppelten Megapixel-Anzahl jetzt auch deutlich bessere Fotos vorhanden sind, diesen Eindruck hatte ich im Alltag nicht. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass Samsung ein bisschen an der Software gefeilt hat und dadurch bessere Fotos zustande kommen. Das Samsung Galaxy S23 Ultra wird mit Android 13 ausgeliefert. Passend dazu ist eine neue Version von One UI erschienen, One UI 5.1. Und es gibt die übliche Update-Garantie mit 4 Major-Updates und 5 Jahren für die Sicherheit. Da spielt Samsung also weiterhin ganz oben mit. Da hat sich allerdings auch nichts getan. Also man ist jetzt auch nicht den Schritt zu 5 Major-Updates gegangen. Was vielleicht in den nächsten Jahren passieren dürfte, wenn die EU das entsprechend vorschreibt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mir persönlich gefällt One UI weiterhin ganz gut. Es läuft flüssig, es ist sehr performant und damit bin ich persönlich im Alltag ehrlich gesagt auch sehr zufrieden. Man kann Android ja auch immer den eigenen persönlichen Vorlieben anpassen. Also wenn einem jetzt die Icons und so weiter nicht so gut gefallen, das ist immer so eine sehr subjektive Sache. Das soll jetzt hier nicht großes Thema sein. Wichtig ist Updates, schnelle Updates, da kann Samsung gut liefern und dementsprechend gibt es hier natürlich eine ganz klare Empfehlung. Womit wir vielleicht auch noch ganz kurz die Performance abhaken, da merke ich ehrlich gesagt keinen großartigen Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. Was man jetzt meinen könnte, da jetzt ein Snapdragon-Chip verbaut ist, statt des Exynos-Chips. Aber da muss ich sagen, habe ich jetzt keinen großartigen Unterschied gespürt. Vielleicht so ein bisschen bei den Animationen, die so ein kleines bisschen flüssiger laufen. Aber wie gesagt, da müsste man auch schon die Geräte wirklich ganz genau nebeneinander nehmen. Und das S23 Ultra war in meinen Augen auch schon ein sehr performantes Smartphone. Das ist jetzt nicht unbedingt das große entscheidende Kriterium. Aber was es ist, das ist durch das Chip-Upgrade vermutlich passiert, und zwar die bessere Akkulaufzeit. Ich hatte den Eindruck, dass sie einfach deutlich besser ist und dass sie auch im Standby-Modus deutlich weniger Prozente verlieren über Nacht. Da war beim Vorgänger teilweise drastisch viel Akku weg, was mich immer wieder ein bisschen gestört hat, was ich ja auch kritisiert habe. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen bei YouTube geschaut und habe mir auch mal so erste Akkutests angeschaut, wo dann Leute irgendwie 7 Smartphones vergleichen und festgestellt tatsächlich, es liegt auf dem Level von einem iPhone 14 Pro Max. Also bis zu, ich glaube, 11 Stunden war da die Akkulaufzeit, teilweise 11,5 Stunden ist dann das iPhone Pro Max. Also es ist wirklich auf einem sehr, sehr guten Level und man bekommt hier mittlerweile eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit. Ich kam mit dem S22 Ultra auch gut über den Tag. Aber da hat man schon gespürt, hier und da frisst der Exynos-Chip einfach doch ein bisschen mehr Akku und je nachdem, wie man das Gerät nutzt, ist es einfach nicht ganz so effizient. Und das hat jetzt mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra, wie erhofft, ehrlich gesagt, auch ein Ende. Dementsprechend ist die Akkulaufzeit sogar mittlerweile ein sehr großer Pluspunkt. Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich noch 2-3 Kleinigkeiten anmerken, die bei einem Flaggschiff im Jahr 2023 einfach wichtig sind. Zum einen verspricht Samsung bessere Stereo-Lautsprecher und was, würde ich auch sagen, trifft auf den unteren Speaker durchaus zu. Allerdings nicht auf den Speaker der Hörmuschel, der weiterhin relativ, ich sage es nicht schwach, aber da hat einfach die Physik ihre Grenzen, dass man da einen guten Speaker einbauen kann. Vielleicht wäre es langfristig eine gute Idee, dass man den Speaker oben auch auf die Seite packt, damit eben zwei ebenbürtige Speaker vorhanden sind. Der untere ist aber wirklich ein hervorragender Lautsprecher. Der Fingerabdrucksensor unter dem Display ist wieder sehr schnell und flott, da hat sich jetzt aber irgendwie gefühlt für mich nichts getan. Aber ich finde es weiterhin schön, dass Samsung hier die Ultraschall-Technologie verwendet, die einfach nochmal einen kleinen Hauch sicherer ist als das, was die Konkurrenz da in diesem Bereich verbaut. Außerdem gibt es eine IP-Zertifizierung, es gibt Reverse Charging, natürlich auch kabelloses Laden. Es gibt UWB, also Ultra-Breitband, was man für Dinge wie jetzt AirTags nutzen kann oder auch den digitalen Schlüssel. Es gibt Wi-Fi 6E. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum noch kein Wi-Fi 7 verbaut wurde. Theoretisch gesehen wäre das mit dem Chip möglich. Warum das so ist, konnte ich allerdings nicht in Erfahrung bringen. Und dann gibt es natürlich wie immer den großen Bonus bei dem Samsung Galaxy S22 und 23 Ultra. Und das ist der integrierte S Pen. Denn theoretisch gesehen ist das jetzt natürlich das neue Note-Smartphone. Nutze ich gelegentlich. Ich könnte darauf verzichten, bin ich ganz ehrlich, aber ich finde es auch ehrlich gesagt, wenn es keinen Nachteil für das Gerät selbst hat, ehrlich gesagt einen ganz netten Bonus. Also hin und wieder nutze ich den Stift auch mal für ein paar Eingaben oder für zum Beispiel auch Notizen auf dem Sperrbildschirm, wenn das Gerät aus ist, dementsprechend. Es ist natürlich ein Pluspunkt, die Konkurrenz bietet es nicht und Samsung kann sich so ganz gut damit abheben. Womit wir bei meinem persönlichen Fazit angekommen werden, und da würde ich einfach mal eine Taktik nehmen, die ich gerne bei Apple verwende, es ist ein S-Jahr. Also das Samsung Galaxy S22 Ultra war der etwas größere Schritt so mit dem neuen Design und mit dem Stift etc. Jetzt haben wir so ein bisschen den Feinschliff. Etwas bessere Kamera, etwas bessere Akkulaufzeit, besserer Chip, vielleicht auch für die Langlebigkeit gar nicht mal so unwichtig. Es ist neuer, es gibt also auch dadurch wieder ein Jahr länger Updates und so weiter. Das ist so dieser übliche Feinschliff, den man dann einfach auch gerne mal ein Jahr später bringt. Es muss ja nicht immer der große Sprung sein.
Womit wir aber bei einem Punkt sind, den ich jetzt persönlich noch gar nicht so angesprochen habe, und das ist der Preis. Es ist jetzt nämlich auch eine ganze Ecke teurer geworden. Wir starten jetzt bei 1.400 Euro für die Basis. Und das ist ehrlich gesagt mittlerweile durchaus eine Ansage. Und natürlich schließt sich Samsung auch ganz gerne Apple an. Wenn die Preise erhöhen, dann nutzt Samsung diese Chance und zieht mit. Aber ich muss eben auch dazu sagen, dass Samsung Galaxy S22 Ultra, wenn man sich für ein Gerät dieser Art interessiert, mit diesem Design, dieser Ausstattung, dann ist das nicht weit davon entfernt. Und das bekommt man teilweise für 100.000 Euro mittlerweile. Dementsprechend könnte es das Samsung Galaxy S23 Ultra am Anfang auch mit Vorbestelleraktionen durchaus schwer haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn da auch relativ zeitnah ein Preisverfall einsetzt und das Gerät dann in den nächsten Wochen auch bei unter 1.200 Euro landet. Denn ich bin mir nicht sicher, ob man die 1.400 Euro oder je nach Speicherversion dann sogar noch mehr wirklich halten kann. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wenn wir mal vom Preis absehen, und diese Videos werden ja auch zu allen Zeitpunkten im Jahr geschaut, vor allem wenn es dann auch immer mal wieder Deals gibt, grundsätzlich kann ich das Samsung Galaxy S22 Ultra empfehlen. Der Sprung ist nicht ganz so groß in diesem Jahr, macht aber in meinen Augen nichts. Es ist auch okay, wenn man mal ein S-Jahr auf den Markt bringt, und dementsprechend, es gibt weiterhin von meiner Seite natürlich eine Kaufempfehlung, und es ist auch weiterhin eines der Android-Gesamtpakete, welches so in der Android-Welt ehrlich gesagt kaum zu finden ist, was das Gesamtpaket an Features angeht. Schade, dass es ein bisschen teurer wurde. Das kann man an dieser Stelle kritisieren, das möchte ich an dieser Stelle auch kritisieren. Nichtsdestotrotz baut Samsung weiterhin eines der besten Android-Smartphones auf dem Markt. So, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Wie gesagt, weitere Videos sind dann schon in Planung, und ich bin wirklich gespannt, ob dieses Modell in diesem Jahr in meiner Flaggschiff-Reihe geschlagen werden kann. Das wird vor allem durch die bessere Akkulaufzeit und das Chip-Upgrade ehrlich gesagt wirklich schwer. So, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.